Der Vorteil ist, wenn du dich hier an den Rand ranstellst, das U-Boot... Oh. Ich glaube, ich habe gerade das U-Boot überfahren. Augenblick mal. U-Boot? U-Boot? Oh, verdammt. Ich habe das U-Boot kaputt gemacht, Leute. Moin, liebe Angelfreunde, und herzlich willkommen zur heutigen Session. So, was können wir am Nordmeer aktuell anderes tun, als mit Riesengummifisch zu angeln? Ich verrat's euch, nicht mit Riesengummifisch angeln. Nein, ich werde es mal heute wieder probieren auf eine meiner klassischsten Konstellationen, die Pilkmontage. Und bin der festen Überzeugung, dass wir damit auf der 120, auf die ich vorhabe heute zu gehen, gut fangen werden. Mit dabei sein wird übrigens unsere neueste Errungenschaft, die Elektroraptor 20, sozusagen als erleichterte Aufkurbelhilfe. Aber ich habe auch ganz bewusst mich darauf eingelassen, zu sagen, okay, du nimmst einen extra fetten Pilker und wenn dir was extra Fettes einsteigt, ja gut, dann hast du halt erstmal richtig zu tun, ne? Sofern es denn soweit kommen sollte, wir gucken uns das Ganze einfach mal an, sind wir unterwegs hier mit Poseidon und zwar mit als mittlere Bootsroute haben wir sie genommen. Elektroraptor wie angekündigt, dann ein etwas größeres Setup. Wir wollen ja auch schließlich notfalls ein bisschen in der Lage sein, mit den Fischen umzukönnen. Das heißt, 145 zu 136 Kilo legen wir hier fest. Der Fluris-Pilk ist hier ausgestattet mit einem OFS 6.0er Haken. Ich bin aber auch nochmal auf 5.0 gegangen, plus habe einen schlanken Haken genommen. Das muss auch hoffentlich dafür helfen, dass wir nicht zu dicke Fische dran kriegen. Ne? Also ich versuche darüber auch so ein bisschen zu regulieren. Fluoreszierende Elemente in Form von Rassel und Tube runden das Ganze ab. Und wir haben hier ein großes Köhlerfilet. Mit den Beifängern sieht es tatsächlich ähnlich aus. Auch hier gehen wir in diese fluoreszierend grüne Schiene rein. Einmal mit 6.0er Haken, grüne Perle, fluoreszierende Perle. Und das zieht sich durch, nur die Größen der Gummiale werden sich hier variieren, sprich 8.0 und 10.0. Warum das Ganze? Ich hatte mal ein glückliches Händchen und habe auf der 120 einen Grenadierfisch gefangen. Das war so ein Punkt, einfach um mal wieder den Gummimax ein bisschen den Vorrang zu geben. Das Ganze zu kombinieren mit einer Rolle, die schön schnell das Ganze nach oben bringt, wenn es drauf ankommt. Und ja, beim Pilker, ne, da lassen wir uns einfach mal überraschen, was der Fluris-Pilk 1000 so bringt. Auf jeden Fall dient er uns hier als Sinkhilfe. Und damit würde ich sagen, starten wir einfach mal rein ins Abenteuer, gucken uns den Spot an und was er so mit sich bringt. Übrigens, kein Riesengummifisch heute. So Leute, wir sind an der Stelle angekommen, wo ich erstmal hin wollte. Grundsätzlich 120, aber hier unten Richtung diesem blauen Loch haben wir den charmanten Vorteil, dass hier drei Bereiche aneinander grenzen und vielleicht bringt uns da das Ganze ein paar interessante Fische an die Angel. Ich habe einfach mal gedacht, probierst es aus. Na, ihr kennt das ja. Einfach mal gucken, was so geht. Und ja, in diesem Sinne würde ich auch keine weitere Zeit verlieren. Lasst uns am besten einfach mal loslegen. Das Ganze geht jetzt runter. Wir machen es wie immer, erstmal schauen, ob vielleicht in der Sinkphase was reingeht. Wenn das natürlich schon der Fall ist, umso besser. Ansonsten ganz gemütlich den Grund absuchen. Dafür haben wir schließlich einen großen Pilker dran, der hilft uns beim Absinken. So, damit starten wir doch schon mal. Angekommen sind wir auf jeden Fall. Zack, zack. Und jetzt können wir uns eigentlich aussuchen, ob wir normal pilken oder ob wir stark pilken. Hauptsache wir machen irgendwas. Und da geht's auch schon los, siehst du mal. Da wird die Rolle schon direkt gefordert. Wunderbar. So, da kommt unser erster Kollege nach oben, ganz tiefenentspannt. Auf 10 Meter noch. Was haben wir denn da als erstes heute? Wir starten erstmal. Oh! Wow! Hoho! Was ein Aufstieg! Was ein Auftakt hier! Eieiei, was? Wahnsinn! Wahnsinn, ey!
Erster Fisch der Session, direkt erstmal kleine Rotbarsch-Trophy. Eieiei, Leute. Sehr cool. Ab in den Kescher. Das ist ja mal ein Auftakt hier an der Stelle. 120 Meter. Auf was hat er denn gebissen überhaupt? Auf den Flurispilk direkt. Auf den größten. Na guck mal, warum war es wohl gut, dass wir da den kleinen Haken noch dran gemacht haben? Genau für sowas. Wahnsinn. Ich mach direkt mal hier was fertig. Sekunde. Damit auch im Discord die Sachen hinterlegt werden können, natürlich. Und direkt hier unten an dieser Kante, direkt an dieser Kante zu den zwei anderen Bereichen, da ist er angegangen. Siehst du, war eine gute Entscheidung, dass wir hergekommen sind. Sehr cool. Haha. Sehr schön, da bin ich ja mal gespannt, was da noch so rangeht. Okay, wir machen weiter. Es geht schon wieder los, Herrschaften. Es geht schon wieder los. Was haben wir diesmal? Nochmal ein kleiner Rotbarsch, diesmal mit 689 Gramm. Die sind auf jeden Fall da, ne? Hat er auch auf den Flurris gebissen? Nö, diesmal auf Gummihaal. Okay, alles klar. Also ich denke mal, das wird sehr rotbarschreich hier heute werden. Sicherlich nicht nur kleiner Rotbarsch, sicherlich auch Tiefenrotbarsch und der andere da, der normale Rotbarsch. Der fehlt mir übrigens noch als Trophäe. Also wenn der zufälligerweise heute noch hier einsteigen möchte, das wäre super. Gucken wir mal. Ich habe gesehen, er wurde hier auf jeden Fall gefangen, wenngleich natürlich eher auf so Sachen wie Riesengummifisch. Aber mit dem bin ich ja momentan ein bisschen auf Kriegsfuß. Und wir machen weiter mit Schellfisch mit 5,8 Kilo. Also bisher gefällt mir das hier an der Stelle. Nein, ich wollte mich da jetzt nicht hinstellen. Könnte ich bitte, danke. Ja, ne, kann sich sehen lassen, denke ich. Soweit nicht verkehrt, das Ergebnis. Gucken wir mal gerade, wir sind schon wieder nach unten angekommen. Jetzt sehe ich auch, dass wir ein bisschen in den seichteren Bereich, glaube ich, hinübergleiten. Aber das ist egal, weil der Biss kommt trotzdem gerade schon wieder ran. Diesmal allerdings deutlich kleiner. Also entweder wir haben hier einen super kleinen Rotbarsch oder, was ich hoffe, einen Grenadierfisch. Ha, warum auch nicht? Und wir machen weiter mit Tiefenrotbarsch. Immerhin, er hat einen Haken. Sehr schön. Aber Rotbarsch, it is. Ich habe es euch gesagt, hier scheinen wir eine Menge Rotbarsch wieder mal anzuziehen. Ich bin mir recht sicher, dass es hauptsächlich an den Gummiaalen liegt, die wir hier verangeln. Weil die nehmen sie offensichtlich gerne an. Aber auch der Schellfisch, ne? Lediglich der Flurispilk fängt die Trophy. Gut zu wissen. Mal gucken. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin echt gespannt. Es wird immer knapper. Wir kommen immer mehr auf Level 44 zu. Mittlerweile unter 6 Millionen XP. Das hört sich immer noch sehr viel an, aber trust me, wenn man so ein paar Tage am Meer steht, dann hat man das verhältnismäßig schnell drin. Probieren wir es einfach nochmal. Oh. Okay, Leute. Okay. Die Rolle hat dezente Probleme. Man weiß nie, wofür es gut ist, ne? Wenn der erste Fisch ausschlitzt. Wir gucken mal. Also was auch immer das ist, ich tippe ja auf Schellfisch, der hat sich eben gut schwer gemacht. Es sieht aber eher aus wie ein Seewolf. Wir kriegen 6 Kilo gestreiften Seewolf, der hat sich schon ganz schön schwer gemacht, gerade auf der Angel. Finde ich aber sehr gut, dass der kommt, weil der bringt gutes Silber ein, definitiv. Was haben wir denn da? Köhler! Ach du meine Güte, mit 9 Kilo. Das ist kein Wunder, dass die Rolle da ins Ächzen kommt, bei 9 Kilo Köhler. Aber das erklärt, warum der Fisch nach oben geschwommen ist. Auch da sind wir wieder Köhler. Köhler ist bekannt, ne? Köhler schwimmt nach oben oftmals, wenn er beißt. Oder zieht nach unten kurz ab und dann ist Feierabend. Aber der Feierabend ist auch hier entsprechend schnell eingetreten. Im Zuge dessen, dass er erst nach oben schwamm, dann hatten wir ihn fest und dann ging es eigentlich nur noch straight hoch. Und der nächste Rotbarsch mit 1,1 Kilogramm. Yes, yes, please. Sie sind ja da. Und sie sind viele, wie es aussieht. Aber sie bringen halt auch Silber. Komm schon, komm schon, komm schon. Er will nicht. Dann müssen wir doch wieder manuell kurbeln.
So, auf die letzten Meter. Was kriegen wir denn da? Oh, Seewolf. Ali Hepp mit 9 Kilo. Schön. Schöner gestreifter wieder. Setzt sich hier fort nach 20 Minuten. Erst 6 Kilo, jetzt 9 Kilo. Ich denke, da ist noch mehr drin. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Okay, mal zur Abwechslung was ganz anderes, aber immerhin mit Haken. Hier ein Seehecht mit 1,2 Kilogramm. Rund 2/3 der Stunde sind geangelt. Und ich muss sagen, für den Kescher sieht es soweit sehr gut aus. Alle maßig, kein Untermaß dabei. Trophäe dabei, gute Größen dabei, wertvolle Fische dabei. Ja, sieht auf jeden Fall erstmal nicht so ganz verkehrt aus. Und hier haben wir einen Sinkbiss, Leute. Bis in der Sinkphase. Oh oh. Fühlt sich aber irgendwie trotzdem nur an wie ein Köhler. Wir gucken mal. Ist jetzt der erste Sinkphasenbiss, den wir verzeichnen. Und es ist ein Schellfisch an der Stelle. Okay, gut. Auf 40 Meter Schellfisch. Soll vorkommen. Ich hatte zwar eher gedacht, die sind im letzten Drittel eher über Grund, aber offensichtlich auch auf 40 Meter. Gut zu wissen. Ich hoffe, der Freund bleibt noch dran. Ich will gern wissen, was es ist. Ich sehe es auch leider noch nicht. Keine Silhouette erkennbar unter Wasser, oder doch? Doch, da unten. Es ist lustig, das sieht eigentlich aus wie ein Köhler. Andererseits... Was zum Geier bist du? Schwertfisch! Wir haben Schwertfisch, Leute! Wir haben Schwertfisch an der Angel. Diese Schwanzflosse, die hat mich gerade so dermaßen irritiert, weil die so breit gefächert war wie die vom Thunfisch. Aber der Fisch deutlich länger wirkte. Also da haben wir Schwertfisch an der Angel, Leute. Nice! Ich hoffe, er bleibt noch dran, bis wir ihn oben haben. Komm, mein Freund, du hast es fast geschafft. Also ganz klein sieht er jetzt auch nicht aus. Da kommt er jetzt langsam. Jetzt müsste er besser für euch sichtbar sein. Guck mal hier. Ach, schön. Komm raus, mein Freund. 27 Kilo Schwertfisch hier. Saustark. Ich muss, denke ich, mir mal nicht raten, dass der auf Lurispilk eingestiegen ist. Ja, ganz klare Sache. Schön. Ja, so ein Schwertfisch sieht schön aus, definitiv. Und ab 30 Kilo kriegt der richtig schöne Augenfarbe. Sehr cool. Also der Kescher gefällt mir wirklich immer besser, Leute. Na, jetzt eine Dreiviertelstunde hier an dem Spot. Und es sieht gut aus. Wir machen weiter mit einem kleinen Rotbarsch. Einem ganz kleinen Rotbarsch. Wir können froh sein, dass er seinen Haken hat und damit nicht versehentlich unsere dauerhafte, maßige Fische-Rubrik hier durchstößt, weil da haben wir echt Glück. Schön, schön. Es sind zwar auch mal kleinere Fische dabei, aber die haben immer noch ihren Haken. Also das finde ich echt zum Beispiel sehr, sehr cool, dass wir das hier genießen dürfen. Nicht so viel untermaßigen Kleinkram, sondern wirklich anständige Größen. So, also, was ist denn da jetzt auf 80 Metern so Kleines eingestiegen? Wir nehmen uns eines Seehechts an und auch der ist noch maßig, trotz seiner Größe. Haben wir Glück gehabt. Haben wir einfach Glück gehabt. Ja, schön. Also wir sehen zumindest, es gibt auch Sinkphasenbisse. Der Seehecht hier hat jetzt gebissen auf Gummiaal, in dem Fall in der Sinkphase. Also es ist nicht immer nur der Fluorispilk. Das ist schön. Wobei so ein Seehecht, der was auf sich hält, vermutlich wirklich eher auf den Pilker gehen dürfte, nehme ich mal an. Meistens ist das bei den größeren, bei den kapitaleren Fischen so, dass sie dann eher die Pilker sich nehmen als die Beifänger. Auch wenn die Beifänger jetzt nicht gerade klein sind, aber naja. Also sowohl Frequenz als auch die Fische, die beißen, sind wirklich passabel. So ein positives Feeling habe ich nicht bei vielen Spots, bei vielen Tests. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ich euch das klar hier kommuniziere. Sehr, sehr cool das Ganze. Und wir machen weiter nochmal mit einem Schellfisch. Der ist einfach auch mit dabei, ne? Immer mal wieder. Zwischendurch sehen wir ihn hier. Aber da geht was. Da geht auf jeden Fall was. So, würde ich sagen, machen wir noch 9 Minuten und dann können wir den Piet so langsam hier in seinem U-Boot mal bestellen. Mal gucken, was der so zu unseren Fängen heute sagt. Ob der sich freut.
Ich denke aber mal schon. Und da gibt es nochmal einen kleinen Rotbarsch mit 800 Gramm. Wir machen noch einen Auswurf, dann sollte das soweit passen. Dann können wir die Stunde abschließen und sobald der Fisch beißt, gebe ich Pete das Signal, dass er mal gerade ankommen kann mit seinem U-Boot. Jetzt gerade ist schon eine Stunde 1 vergangen, ich glaube. Lass das einfach hochkurbeln. Vielleicht steigt hier noch was in der Aufkurbelphase ein. Dann nehmen wir das noch mit. Passiert ab und zu, hatte ich schon mal gehabt. So, dann also jetzt kein Abschlussfisch, dann bleibt es bei dem Rotbarsch mit 825 Gramm, den wir eben hatten. Und das U-Boot ist schon so weit weg, dass ich da nicht mehr rankomme. Das heißt, wir müssen kurz rückwärts fahren. So, ab in den Fischmarkt, Leute. Jetzt wird spannend. Wir gucken uns die Preise an. Wir kriegen 234 Silber für den Schwertfisch. Wir kriegen für die Trophy vom Rotbarsch 118 Silber. Die Seewölfe bringen 48 und 71 ein. Schellfisch 33, Schellfisch 24 und dann geht's weiter mit Rotbarschen 17 bis 21 Silber. Sehr schön. Auf eine Stunde. Wir kommen auf einen Betrag von 687 Silber auf 120 Metern. Finde ich ein sehr gutes Ergebnis. Sehr schöne Fische hier. Ne? Trophäe mal wieder. Wer sie noch braucht, versucht mal euer Glück. Seltene Fische gehen auch rein, weil Flurispilk und weil Gummiaale nun mal auch. Ne? Ist zwar diesmal kein Grenadier dabei gewesen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Mal gucken.